Ja, also ich denke, wir sind gut ins Spiel gekommen, haben schnell mit zwei Toren vorgelegt und ja, Persien spielt bekanntermaßen sehr, sehr gut aus der Rotation und aus dem 4-0. Das hat uns dann in der ersten Halbzeit ein bisschen zugesetzt, aber das haben wir eigentlich ganz gut gelöst und haben gut gestanden und das dann verteidigt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann ein bisschen unter Druck gekommen. Persien hat auf ein Tor verkürzt und ja, wir haben dann nachgelegt und letztendlich das Spiel dann auch verdient gewonnen. Es war ein hartes Spiel auf jeden Fall. Also wir haben auch in der ersten Runde gegen Braunschweig gespielt. Da haben wir auch am Ende 4-3 verloren. Es sah nicht anders aus, aber wir haben noch einen verletzt gehabt. Deshalb ging es auch nicht besser. Wenn wir nicht viele sind, dann braucht man halt mehr Power auf dem Feld. Ja, Persien ist natürlich ein hervorragender Gastgeber. Das ist sicherlich ein persischer Brauch, ja, den wir erstmal nachgoogeln müssen. Ja. Ja, für uns natürlich ein tolles Gefühl. Ich denke, wir sind in der ganzen Saison unter unseren Erwartungen geblieben und können diese Saison abhaken und letztendlich dann in der neuen Saison bzw. jetzt in der Pause neu aufbauen. Es war ein tolles Erlebnis, weil das war unsere erste Runde in der Regionalliga und vorher hatten wir nur Verbandsliga gespielt und wir sind ja jetzt seit 3 Jahren zusammen. Das heißt, wir haben noch vieles vor uns und wir haben jetzt eine lange Pause, ich glaube 5 Monate, deshalb müssen wir viel mehr trainieren und naja, wir freuen uns auf nächste Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.